ich wüsste halt jetzt zumindest nicht wo. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Dann sind die auch nicht wieder da. Der Block fehlt auch noch. Also kann ich da nicht irgendwie etwas dran farmen, in Anführungszeichen. Schade. Dann werde ich gleich sterben. Yay! So, Abwechslung hoch 3. Aber was soll's. Das wird schon. Ich wäre kein Mammut, wenn ich das nicht so hinkriegen würde, wie ich das hinkriege. Nämlich gar nicht. Hey. Motivation pur. Das ist auch nichts, ne? Hier im Wänden auch nicht. Oh, doch, da ist was. Nein, immerhin. Immerhin ist da mal was. Hätte ich auch mal vorher hinschlagen können. Aber nein. Nein. So, erscheine, kopflose Ritter des Todes. Ja, Kacke. Ja, mach doch nochmal sowas, ist okay. Verdau das. Ja, jetzt hänge ich hier irgendwo mit einem Dingens. Ist super. Ja, ich habe ihn berührt. Ich liebe sowas. Hast die Nomen ein Pixel berührt und bist tot. Ich liebe es. Da 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 da. Ich liebe es. Nein, also es gehört halt zu Castlevania dazu. Gar keine Frage, aber manchmal, weißt du, so Situationen so. Oh. Ich liebe es halt. Ne? Kann man nichts anderes zu sagen, außer ich liebe es. So. Und wieder lospeitschen, 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 lospeitschen. Ach komm. Oh komm. Ich liebe es. Was? Achso, ich wollte schon sagen, wo ist mein Regen hier? Was war denn das für ein kurzer Regen, bitte? Och komm! Bin wieder auf sein Ding ins draufgefallen. Oh! Ich liebe es. Hab ich das schon mal gesagt? Gut. Jut, 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 jut. Ich reg mich nicht auf. Nein, 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 nein. Nicht mehr als sonst. So, komm her, du kopfloser Ritter hier. Ja, ich war zu langsam. Tut mir leid, dass ich zu langsam war, ja. Ja, ich steine. Ich hasse ich Steine. Ich hasse eigentlich alles an diesem Kampf. Oh, ich bin wieder auf die Lanze gefallen. Ich liebe es. Oh! Sorry, aber. Oh! Weißt du, er hat halt so diesen einen Frame, wo er so die Lanze halt aus dem Boden zieht. Oh! Boah, du, da speichere ich unendlich, du. Warum? Gehen wir nämlich jetzt nämlich den sekundären Charakter an, den ich heute euch auch zeigen wollte. Wir haben das Spiel bereits zu 34% abgeschlossen. Das halte ich für ein Gerücht. Wir können nämlich jetzt, wir haben ja Maria gerettet,
können wir hier den Charakter ändern zu Maria. Dann kann ich auch nochmal zeigen, was wir mit unserem Kleingeld anfangen können. Da können wir nämlich hier unter Tactics halt hier diverse Boss-Taktiken und sowas halt angehen und dann sehen, wie macht man den Lollipop? Ich habe keine Ahnung, was Lollipop ist. Habe ich tatsächlich noch nie so viel Geld gehabt. Ah, aber hier könnte man dann theoretisch sagen, hey, ich will mir mal die Boss-Taktik zu dem Boss angucken. Und dann sagen so, ah, so geht das also. Wie macht man das? Oh, man holt sich das Weihwasser. Ist nicht wahr. Na, das ist halt für das Geld, das wir halt gesammelt haben. Da kann man sich das halt angucken und so. Aber das tun wir nicht jetzt. Ja, denn wir gehen ja sowieso das Ganze jetzt ein bisschen anders an. Denn wir schnappen uns ja Maria. Die freut sich schon. Und dann gehen wir in die Stage. So, und Maria hat halt einen ganz anderen Angriff. Sie wirft mit Tauben. Ja. Und kann zwei davon an einer Zahl werfen. Gleichzeitig. Und kann quasi immer so vor sich hin hier, wenn man hier immer fleißig drückt, hier so ein gewisses Angriffsschild halt hinbauen. Was halt das Ganze wirklich relativ einfach macht. Und bezüglich des nächsten Bosses, den wir dann sowieso bekämpfen müssen, bin ich da gar nicht böse drum. Und sie hat auch andere Subweapons. Das ist halt, ne? Vampirjäger in der Familie der Bernards. Bernards, glaube ich, hießen sie, ne? Da ist das was ganz anderes. Ja, da bekämpft man halt Vampire nicht mit Äxten, mit heiligen Kreuzen, heiligem Wasser. Nein, mit Katzen, mit Schildkröten, mit Drachen und all so einem anderen Kappes halt. Keine Ahnung, wo der Sinn dahinter liegt. Aber ich finde es okay. Ja, ich finde es wirklich okay. Ne? Und ich bin halt auch mit Maria genauso kacke. Aber sie hat halt auch den Vorteil, wenn es zu den Axtwerfern kommt, oder Axtrüstung, wenn die dann hier tatsächlich mal eine Axt nach oben werfen, kann sie sich ducken und sie wird nicht getroffen. Und sie hat einen Double Jump. So viele wertvolle Mechaniken. Jetzt gehe ich trotzdem hier unten lang. Ich weiß nicht warum. Gewohnheit. Die halt einfach das Ganze wesentlich einfacher macht. Ist halt genau der richtige Charakter für Leute wie mich. Ein kleines Mädchen. Bitte nicht aus dem Zusammenhang ziehen. Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Aber das ist halt wirklich der Charakter für Kackboons wie mich. Optimal. Ja. Und durchaus mal zu gebrauchen. Kann man mal machen. Also für die nächsten drei Bosse werde ich sie tatsächlich sehr gut brauchen können. So. Ja. Für sie nochmal eine Katze geworfen, weil Katzen werten jedes Video auf. Und da gucken. Man kann sich so einfach unter einem Stein stellen. Boah, bin ich scheiße. Egal. Jedenfalls kommen wir hier auch einfacher hoch. Kommen einfach an der Steinpassage vorbei hier. Was willst du mehr? Mauern, ich weiß. Habe ich aber gerade nicht. Das nehmen wir auch mal mit. Einfach mal, weil ich es kann. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt da oben theoretisch rauf könnte. Jo. Da kann man hier mal ein gutes Stückchen überspringen. Ein gutes, unnützes Stückchen. Ja, spring rein, Mammut. Spring rein. Warum? Weil ich es kann. Gut, Mammut. Gut. Und auch schön, weißt du, sie stirbt und kriegt halt gleich erstmal so eine Leichenblässe ins Gesicht und so was, weißt du, und Richter wiederum, der ist dann halt so, ja, ich zerfall mal in sämtliche Blutpartikel, die ich so finden kann in meinem Körper. Ist so. Okay. So, jetzt kriegen wir es aber vielleicht auch geschmeidiger hin mit dem Boss, hoffe ich. Ich hoffe es wirklich.
lassen wir erstmal hier weg. Und ja, sie kriegt kein Fleisch, sie kriegt Eis aus der Wand. Oder aus Stücken. Generell irgendwie Süßigkeiten. Kein deftiges Proteinfleisch des Todes. Ja, das sind die kleinen, aber feinen Unterschiede. Und ich finde, das ist durchaus nett gemacht. Ja, dass nicht das kleine Mädchen als Vampirjägerin hier, ne? Na gut, alte Gammelfleisch aus der Wand rausholen muss. Sondern tatsächlich was anderes kriegt. Gute alte Gammeleis. So, hier gibt's eine tolle Schildkröte. Würde dann so aussehen. Yay. Ja, damit schützen wir uns irgendwie so ein Dingenslang hier. Ist eigentlich ganz nett, kann man machen. Aber ich möchte auch wieder raus, danke. Aber viel wichtiger ist da tatsächlich der super-duper Special-Angriff. Ich glaube, der ist sogar hilfreich bei dem Boss. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Müssen wir mal ausprobieren. Generell ist dieser Boss ja ziemlich garstig. Jetzt hätte ich noch Fleisch mitnehmen können, ne? Also halt Nahrung aus den Dingerns. Egal. Guck dir das an, wie einfach sein Leben schmilzt hier schon. So, Schildkröte beschwören. Guck dir das an. Guck dir das an. Boss down. Und ich habe mir noch nicht mal angestrengt. Ich meine nur. So einfach kann es gehen. Wenn man sich einfach mal anstrengt. Oder ein kleines Mädchen ist. Mädchen haben es, oder Frauen haben es generell einfacher. Hat Dave nicht gesagt. Es stimmt ja auch nicht. Ja. Auch Frauen haben großes Leid zu tragen. Aber bei dieser Stage bin ich mehr als froh, dass wir mit Maria unterwegs sind. Denn der Boss dieser Stage ist alles andere als schön. Wirklich alles andere als schön. Ja, Mist. Aber da bin ich auch gar nicht böse drum, dass wir jetzt hier mit Maria schon unterwegs sind. Weil ich hätte jetzt sowieso auf Maria gewechselt. Die Schädel sind mir gerade ziemlich... ja, garstig. Und wer die schreienden Skelette vermisst hat, hat sie hier wieder. Ist das nicht toll? Ich mag hier den Schrei von denen, ich weiß nicht warum. Da hat irgendwie was. So, jetzt haben wir auch Bogenschützen. Das ist ganz toll. Mag ich nicht. So, hier gibt es auch eine alternative Passage, die wir auf jeden Fall mal gehen. Dafür müssen wir hier meine Stahlträger verschieben. Auf der anderen Seite hier einfach mal durch die Wand. So, da ist ein Burger runtergefallen. Könnte man aufnehmen, aber dann könnte man hier nicht mehr lang. Hier ist irgendwie, keine Ahnung, eine Art Schiffsmotor oder so. Fragt mich nicht. Ich kann mich mit sowas nicht aus. Jedenfalls, wenn wir das zerstören, kriegen wir ein extra Leben. Und ja, dann stehen ein paar Skelett-Sniper rum, weil wegen auch die brauchen Arbeitsplatz. So, da haben wir einen Drachen eingesammelt, den wir tatsächlich mit uns herumwerfen können. Super praktisch. Werden wir auch machen. So, hier erstmal ein Angriff von 5000 Bogenschützen. Aber mit unseren Super-Tauben gar kein Problem. Hier haben wir einmal ein großes Bild. Manch einer kennt wahrscheinlich den guten alten Bildangriff von Castlevania. Super ätzend, mag ich nicht, muss nicht sein. Deswegen erledigen wir es einfach mal. Müssen wir auch. Denn sonst kommen wir nämlich hier nicht weiter. Weil hier nämlich alles mit Dornen verwuchert ist. Und erst durch die Vernichtung des Bildes lösen sich die Dornranken hier. Klingt klingonisch, ist aber so. So, jetzt kommen wir in einen Level-Part, der mit Richter schon mega garstig ist. Nämlich haben wir hier fliegende Harpien mit, naja, fliegende Harpien sind es nicht, aber halt fliegende Vögel mit Flohmännern drauf. Mag ich nicht. Ist super ätzend. Mehr als super ätzend sogar. Wir haben extra Leben gekriegt, weil wir eine bestimmte Punktzahl erreicht haben, ist immer gut. So, und hier dieser komische Golem hier, der verträgt 3, 4 oder 5 Hits sogar mit der Peitsche. Also die Tauben sind jetzt nicht wirklich stärker als die Peitsche von Richter. Nur halt, man kann sie halt schneller schlagen. Und zwar hintereinander. Das ist schon mehr als overpowered, finde ich.
aber für mich persönlich durchaus okay.